الرحمن الرحيم. Er sagte: Ala innamal murjiyu bid-dini yamrahu. Wahrlich, der Murji albert nur mit der Religion. Er albert, indem er alles stilllegt, die ganzen Gebote und die ganzen Verbote stilllegt und sich nicht daran hält. Dann sagt er weiter: Wa qul innamal imanu qawlun wa niyyatun wa fi'lun. Und sag: Wahrlich, der Iman ist Aussage mit der Zunge. Das sind jetzt diese drei Bestandteile des Iman, die vorhanden sein müssen. Sie gehören zum Iman. Wenn einer dieser drei fehlt, dann ist der Iman, dann fehlt ein Teil vom Iman, dann fehlt ein Bestandteil vom Iman. Erstens Qawlun, die Aussage mit der Zunge, dass du mit der Zunge La ilaha illallah sagst, dass du mit der Zunge dich zum Islam bekennst. Wa niyyatun, die Absicht mit dem Herzen, dass du auch im Inneren glaubst, nicht so wie die Munafiqun, die Heuchler. Sie sagen La ilaha illallah, aber sie glauben nicht. Wa fi'lun, und die Tat. Die Tat ist auch ein Bestandteil des Iman. Und deswegen gibt es etliche Verse im Koran, wo Allah erwähnt, dass diejenigen ins Paradies eintreten, die gute Taten verrichten. Er sagte immer, die glaubten und gute Taten verrichteten. Oder Allah sagte im Koran, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, tretet ins Paradies ein. Wodurch sollen sie ins Paradies eintreten? Durch den Glauben mit dem Herzen oder durch die Aussprache? Bima kuntum ta'malun, aufgrund dessen, was ihr zu verrichten pflegtet an Taten mit euren Körpergliedern. Also diese drei sind die Bestandteile des Iman.